So, hallo, wir machen weiter. Hi! Portal 2 ja, Portal Reloaded, eigentlich heißt es gar nicht Portal 2 Reloaded. Es läuft über die Portal 2 Engine, von daher, ja, whatever. Wir machen jedenfalls weiter und haben letztes Mal mit Lasern zu tun gehabt, was nicht sehr nett war. Mal gucken, was jetzt kommt. Wahrscheinlich Tobits. Tobits hat man noch nicht bisher so richtig. Wir haben zwar gesehen, wie sie auf dem Fließband rumgefahren sind, aber damit kämpfen, also damit hantieren mussten wir noch nicht. Oh, wir hatten auch noch keine Ge oh, kommen Gele? Oh Gott, kommen Gele auch? We tried many times und to open a passage to the future, but this connection, exactly 20 years from now, is the only one stable enough to last longer than a few microseconds. Kommen Tunnel auch? Möchte das bitte nicht. Ich möchte das bitte nicht. Wirklich nicht. Okay, jetzt kommen erstmal Trampoline. Hui, hui. Okay. Oh, ich sehe, uff. Oh, hier ist der kaputt. Hier kann ich nicht starten. Ah ja. Also ich muss mich jetzt... Mir ist schon klar, was ich tun muss. Ich muss mich jetzt durch die Zeit mehrfach befördern. Jetzt muss ich nur nachdenken. Nachdenken immer ganz schwierig. Ganz schwierige Angelegenheit. Okay, also das Ding ist, wenn ich hier starte und mich hier durch die Zeit befördern lasse, komme ich hier raus und könnte auf dem da... Oh, ach so. Das ist ja chillig. Das ist ja sehr chillig. Okay, so. Gut, das war nicht ganz, was ich wollte. Okay, LOL. Ich sag an der Stelle mal einfach LOL. Gut. Dann würde ich dazu mal sagen, wir machen... Hier ist so ein Zeitportal... Hier ist so ein Zeitportal hin. Hier ein normales. Hier ein normales. Und gucken mal, wie das dann weitergeht. So. So. Jetzt ist das hier wieder offen und bringt mich wieder... Ja, bringt mich hier hin. Bringt mich dahin. Bringt mich hier hin. Wir kommen noch nicht so hoch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Komme ich denn an das da oben? Ach so! Ah, ja, na klar. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich mache das einfach in der Vergangenheit. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Also, zack, zack. So. Jetzt, wenn ich hier rüber geschossen werde, muss ich hier ein Orangenes hinsetzen, komme dann da raus und lande hier oben. Gut. The second half of this testing course is located below you. Unfortunately, no elevator can take you there, so you will have to take the stairs. Okay. Dann nehmen wir wohl die Treppen, I guess. Auch wenn... Das sieht irgendwie nicht... Der Gang sieht irgendwie nicht vertraut... That works too. Ich sagte gerade noch, der Gang sieht irgendwie nicht vertrauenswürdig aus. Hier sind Portalflächen. Da drüben wären die Stairs gewesen. Und hier ist auch eine Portalfläche.
Ich will jetzt hier mal... Ah, das geht nicht. Hm, klar. Okay, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt hier mal die Zeit wechseln. Kann ich natürlich nicht. Natürlich kann ich das nicht. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Ja, jetzt muss ich jetzt hier hin und her wechseln, ja? Okay. Ich frage mich jetzt hier halt wieder, gibt es hier irgendwelche Secrets, die man verpassen kann? Ob man hier rüber zum Beispiel... Probier es mal. Kann man da rüber springen? Nein, aber ich kann einfach runterfahren und es tut mir nichts. Ja, wozu gehe ich dann überhaupt den langen Weg? Okay, und hier unten geht es dann einfach... Nee, aber ganz runter will ich ja auch nicht, scheinbar. Ich will mal hier hoch. Ah, das sieht aus wie der Weg, von dem ich gekommen wäre. Okay. Ah, dann will ich hier weiter, alles klar. Passt dann sogar. Oh, wir kommen in den Bereich. Kommen wieder in die... You might have noticed that something is not quite right here. Remember when we told you that the decay of the facility was completely intentional? Turns out, that was a lie. There is a bigger picture here. Your test might be the most important one ever conducted. For now, let's just try to get back on track and keep going. Ja, der Verfall war nicht beabsichtigt. Sollen wir jetzt in der Gegenwart rausfinden, was passiert ist, damit die Zukunft verändern wird? Ist das das, was die Maschine von uns will? Oh, ja, cool. Ist das das, was die Maschine von uns will? Sollen wir die Zukunft verändern? Würde Sinn ergeben. Warum man dann solche Tests durchführt. Mit Zukunft und Gegenwartsspielerei. Aber wir sind jetzt jedenfalls abseits der Teststrecken. Wir sind jetzt sozusagen in dem Story-Abschnitt gelandet, scheinbar. Das finde ich ja schon mal ganz... Ja, ich will doch nicht immer die Stühle mitnehmen. Okay, das ist das typische Dingse. Ich kann hier nichts machen. Das ist alles nur Deko. Okay. Okay, aber ich kann hier rein. Wofür? Für mehr Stühle oder was? Stühle! Jeden Stuhl einmal durch die Gegend werfen. Nee, keine Ahnung. Nimm mal einen Stuhl mit. Jetzt mir denken können. Nimm keinen Stuhl mit. Okay, ich nehme keinen Stuhl mit. Krieg hier genug Stühle. Siehst du? Was willst du tun, ha? Huh? So. Bestimmt ein Achievement, wenn man alle Stühle zerstört. Nee, keine Ahnung. Oh, okay, hier kann ich runter. Gleich dann. Jetzt gucken wir erstmal, was es noch hier so gibt. Und die Antwort ist... einfach nix. Hier, der verfolgt mich nicht. Das heißt, der ist aus. Und wir sind ja aktuell in der Vergangenheit. Quatsch. Wir sind natürlich in der Zukunft. Es ist ja alles kaputt hier. Oh, Testkammer 17. Wir sind wieder auf Kurs, würde ich sagen. Und hier kann ich das jetzt machen. Jetzt bin ich wieder zurück. Und hier kann ich das nicht machen. Also ich kann nur hier drin das Zeitportal setzen. Interesting. Okay, da bin ich tot. Okay, das ist das Kaputte. Ich muss also wieder abermals
hier in der... Ja, hier kann ich keine Portale... Ja, genau, die ist an. Die ist aktiv. Jetzt bin ich ja wieder in der Gegenwart. Aber hier kann ich nichts tun. Ich kann nur da hochspringen. Und da... Ah, hier wollen... Okay, da ist das Ziel. Ich wusste bisher nicht, noch nicht, wo das Ziel ist. Okay, da hüpfe ich einfach normal. Das heißt, wenn ich da mit Schwung drauf komme, von dem aus... Wenn ich mit Schwung von dem aus da drauf komme, dann haben wir gewonnen. So. Jetzt wird es sicherlich nicht reichen. Ach. Ach so. Wohin schießt der mich? Oh, scheiße. Der befördert mich sogar bis hier hoch. Und hier brauche ich eine Box. Wo kriege ich denn jetzt eine Box her? Da kriege ich eine Box her. Welcher Schalter sorgt denn dafür, dass da eine Box rauskommt? Oh! Der da. Ja, aber dann war es das ja. Weil das habe ich ja schon geschafft vorhin. Das hat ja schon gepasst. Ach so. Die geht ja kaputt. Ich muss das in der Vergangenheit... Ah, ja, okay. Und da ist das Problem. I see. In der Vergangenheit... Ach Quatsch, ach, ich sag mal Vergangenheit. In der Zukunft ist ja diese Fläche hier kaputt. Ja, toll. Super. Das war's komplett. Können wir... Wir können nicht. Okay. Der Knopf hier ist auch da und das Ding hier ist wahrscheinlich auch. Ach so. Ich bin doof. Alles gut. Kommando zurück. Ich hab's verstanden. Ich denk immer nicht dran, dass sobald ich hier die Box habe, ich die Box ja auch in der... derzeit habe. Daran denke ich immer nicht, dass die dann ja hier auftaucht und ich die nicht auf diese Art und Weise nochmal holen muss. Ich muss die nur einmal holen auf diese Art und Weise. Hier komme ich gar nicht hoch, ne? Nee, natürlich nicht. Aber hier ist nämlich offen. Das ist das Ding. Das Problem ist nur, dieses Ding funktioniert nicht. Das heißt, ich muss mich aus der Zeit... Ja, okay, alles klar. Ich muss mich in der Zeit... Aber hier kann ich kein Portal... Ich kann hier kein Zeitportal setzen. Ich kann nur da drin Zeitportale setzen. Hier draußen kann ich kein Zeitportal setzen. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn ich den jetzt mal hier hinsetze, dann landet der in dieser Zeitlinie ja auch dort. Kann ich da ja hinlaufen. Und dieses Ding funktioniert ja. Das heißt, alles, was ich jetzt noch schaffen müsste,
wäre, irgendwie genug Schwung zu bekommen. Das wird so wohl nicht ausreichen. Nee, so geht das nicht. Warte, kann man hier irgendwo runterspringen und dann Schwung mitnehmen? Hier irgendwo so eine Vorrichtung eingebaut? Ich lande nur hier. Ich kann nur da drin, wie gesagt, die Zeitportale setzen. Das ist gerade das Problem. Ansonsten, wenn ich irgendwo Schwung bekommen könnte, könnte ich mich da runterstürzen oder... Ich kann halt nicht in der Gegenwart Schwung nehmen und dann in ein Zeitportal verschwinden, um hierher zu kommen, weil ich ja da keins setzen kann. Oder kann ich in der Gegenwart eins setzen und nur in der Zukunft? Kann ich hier Zeitportale setzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier kein Zeitportal setzen? Ich verstehe nicht, wofür das Ding da ist, weil ich bin ja bisher vor allem bin ich ja immer ohne das Teil hier. Ich bin ja hier einfach raus und darüber. Das heißt, das Ding muss ja irgendeine Bedeutung noch haben. Weil das Ding ist ja, wenn ich jetzt hier, ne, den hier mache, dann reicht ja der Schwung aus, um mich darüber zu ne, ich nutze das Teil ja gar nicht. Ich nutze das Teil ja gar nicht. Wo kann ich hier denn noch Schwung nehmen? Und ich kann halt hier, ich kann hier nicht wechseln. Ich kann aus dieser Zeitlinie nicht raus, außer in dieser eingeschlossenen Ecke da. Oh. Und wofür ist dieses Ding? Mit genug Schwung, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, so mit Anlauf drauf springe, was passiert dann eigentlich? Guck mal, ich komme überhaupt nicht. Nee, ich komme überhaupt nicht. Das hilft mir überhaupt nicht. Wofür ist das da? Ach so, Moment mal. Wenn ich den hier springen lasse, springt der in der Vergangenheit auch. Richtig? Was nützt mir das? Oh! Wait a moment. Muss mal ein bisschen was ausprobieren. Also das Problem ist, dass ich hier ja... Ach nee, das ist ja... Nee, das ist ja was anderes. Ja, ja, das ist ja was anderes. Mal, wieso gehe ich da eigentlich immer so seitlich rein? Ich kann es auch so machen. Folgendes. Wenn ich den jetzt hier losschicke auf eine Reise... Dann müsste der doch in der... Scheiße. Hallo? Dann
müsstet ihr doch die gleiche Reise machen. So. Wenn ich ihn jetzt also... Okay, was passiert, wenn der da abprallt auf dem Ding? Ach, come on! Nix. Nicht, was ich mir vielleicht erhofft hatte. Okay. So, aber die Frage bleibt die. Aber das kann eigentlich... Also eigentlich kann das, was ich mir denke, kann eigentlich nicht passieren. So, wenn ich jetzt nämlich hier wechsle... Der dürfte ja nicht da drüben gelandet sein. Weil er müsste ja... Er müsste ja sozusagen, kaputt gegangen sein, eigentlich, offiziell. Klar, ist jetzt hier das Portal ist noch da, weil ich es in der Gegenwart gesetzt habe. Das ist schon logisch. Aber ich habe ja hier keinerlei Optionen, um Schwung zu bekommen. Nee, jetzt liegt er da unten. Der ist da abgeprallt. Ist der hier auch abgeprallt? Der ist hier auch abgeprallt. Okay, das ist wiederum interessant. Weil was ich mich halt gefragt habe... Aber es ergibt keinen Sinn. Also das, was ich mir denke, ergibt keinen Sinn, weil ich müsste... Oh. Probier's nochmal. Egal. Probier's nochmal. Wieso sind da eigentlich drei verschiedene? Hat es irgendeine Bedeutung, mit welcher ich mich da losziehe? Machen die irgendwas anderes? Nee, die machen nichts anderes. Das ist einfach nur, dass ich auf jeden Fall getroffen werde, wahrscheinlich. Kriegen wir es vielleicht so hin, dass... der nicht abprallt. Liegt er wieder da unten? Okay, ich gucke mir das jetzt erstmal in der Gegenwart an, wie der fliegt. Dann fliegt er nicht so wie ich da durch. Natürlich ärgerlich, dass der nicht so wie ich fliegt. Jetzt hat er gar... Okay, jetzt ist er hier gelandet. Jetzt hat er über... Hat es ihn überhaupt nicht gejuckt. Ah, ja, okay. Hm. Der fliegt ganz anders als ich. Ich fliege da ja richtig straight durch. Und der nicht. Okay. Wenn man hier Zeitportale setzen, wie kriege ich das? Ich kann hier, ich kann... Das ist halt das Problem. Ich kann halt nur hier Zeitportale setzen. Ich kann diesen Würfel, die Position dieses Würfels kann ich bestimmen durch den Würfel aus der Gegenwart. So. Damit kann ich den da oben hinsetzen. Aber das nützt mir nichts, weil ich mit dem Würfel nicht da reinkomme. Weil ich kann hier nirgendwo Schwung aufbauen. Um dann da drin zu... Es muss irgendwie mit diesem Ding irgendwie hier so... Ich weiß nicht, dass man hier so rausspringt und dann zack und darüber.
Irgendwie so muss es gehen, aber ich weiß nicht wie. Wie schaffe ich es, hier Schwung zu bekommen, wenn dieses blöde Ding kaputt ist? Ich habe hier keine andere Fläche, an der ich Schwung aufbauen kann in der Zukunft. Ich habe hier effektiv nichts. Das verstehe ich nicht. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas ganz Grundlegendes übersehe ich. Ah, zum Beispiel übersehe ich, dass ich den Würfel natürlich auch in die Zeit hier mitnehmen kann. Das habe ich natürlich bisher komplett übersehen, dass ich hier ja zwei Würfel haben könnte. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, aber natürlich kann ich den hier mit reinnehmen. Aber der geht da drin ja daran ja genauso kaputt. So, das juckt den ja nicht. Das juckt den ja alles nicht. Hier ist genauso Wasser, hier ist genauso Wasser. Nicht, dass hier irgendwo was anderes ist, okay. Ha! Oh, das war blöd. Es kann ja, also mit dem Zeitportal kann es ja eigentlich diesmal echt nichts zu tun haben, weil ich kann es ja hier nicht setzen. Alter! Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ist das so schwierig oder bin ich doof? Will's nicht wissen, danke. Also irgendwas sagt mir, dass hier der Würfel so hin und her jumpen muss und ich dann da irgendwie rausgeschossen komme und den Würfel mitnehmen kann. Aber wieso komme ich da rausgeschossen? Wo kriege ich die Geschwindigkeit her, um da rauszuschießen? In dieser Zeit. Weil in der anderen Zeit komme ich da nicht durch, da ist der Grill. Da kommt kein Würfel durch. Das ist nicht möglich, dass der Würfel da durch kann. Der Würfel kann nur in der Zukunft hier durch. In einer anderen Zeit kann der Würfel da nicht durch. Es geht nicht. So. Ich kann hier aber keine Geschwindigkeit... Ich habe hier null Möglichkeit, Geschwindigkeit aufzubauen. Ich kann mich hier oben hinsetzen und dann freue ich mich und dann stehe ich da. Dann kann ich da runterspringen. Aber... Was soll mir das nützen? Kann man von hier das Portal oben nochmal öffnen? Also sollte man jetzt hier unten das andere aufmachen, dass man da nochmal zurück... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier noch irgendwas ist, was mir was bringt. Also das wäre es ja komplett. Aber hat es eine Begründung, dass ich hier starte, während das Portal noch aktiv ist, zu dem ich zurück könnte? Hat es irgendeine Bedeutung? Nee, garantiert nicht. Ich soll hier einfach raus. Das ist alles, was ich soll. Wenn ich das jetzt hier setze, dann ist vorbei. Jetzt komme ich da nie wieder hoch. Sehe ich das richtig oder kann man das... Also hat der... vorgesehen, dass man da wieder zurück kann. Nee. Nee, okay. Ich wünsche halt nur, dass man hier startet, aber das ist wahrscheinlich einfach so ein Ding. So, hier ist auch nichts. Das ist...
Die einzige Fläche, wo ich Geschwindigkeit bekomme. Die nützt mir nichts. Ich kann hier rausgucken. Ja, cool. Was soll mir das wiederum bringen? Was soll mir das bringen, dass ich da rein kann? Ist das sowas bekloppt? Oh mein Gott. Muss mal was testen. Ist die Verbindung jetzt vollständig? Also der schickt mich da nicht durch. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wenn der mich da irgendwie durchschicken würde. Aber das Ding ist, ich kann da drin Portale setzen und durch dieses Ding hier ändert es nichts. Die bleiben ja da. Das ist ja kein, ist ja kein Grill. Das ist ja nur ein Zeitportal-Grill. Aber ich komme deswegen trotzdem aus der Zeit hier nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier in der Zukunft Tempo bekommen kann. Das ist das Problem. Ich komme aus der Zukunft nicht da raus. Ich bleibe hier hängen. Es ist ja auch klar. Also, ich weiß nicht, was ich mir dabei denke, dass ich das überhaupt versuche. Ich weiß es nicht. Das ist komplett bescheuert. Man wird sofort gestoppt. Also da behältst du keine Geschwindigkeit bei. Das ist komplett bescheuert, was ich da versuche. Nee, du bleibst einfach stehen. Logischerweise. Also, keine Ahnung. Wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich springe hier so durch, so wui. Dann bin ich in der anderen Zeit, wui. Und dann habe ich die Geschwindigkeit drauf. Aber habe ich nicht. Das kann es noch tiefer setzen, aber das wird es nicht besser machen. Nee, ich stopp ja sofort. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist völliger Schwachsinn, was ich da überlege. Kann es auch noch höher setzen, dass ich da so besser durch, aber das ist alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Ach, jetzt habe ich das höher gesetzt. Ach so, das ist das Gleiche. Stimmt, das ist ja dieses und dieses. Ja, richtig. Ich weiß nicht, was ich mir dabei denke. Ich weiß nicht, was ich mir dabei denke, dass ich den Quatsch hier mache. Keine Ahnung. Irgendwas muss es mit der Fläche auch noch auf sich haben. Dass ich da irgendwie rauskomme.
Aber es ergibt so keinen Sinn. Es ergibt so einfach überhaupt keinen Sinn. Was übersehe ich? Übersehe ich irgendeine Fläche? Übersehe ich irgendeine Möglichkeit, Momentum zu bekommen? Bin komplett stuck. Okay, gehen wir es in Ruhe durch. Es hilft ja nichts. Es muss ja irgendeinen Weg geben, hier Momentum zu bekommen. Irgendeinen Weg muss es hier in dieser Zeit geben, Momentum zu bekommen. Vorausgesetzt, ich soll in dieser Zeit durch das Ding da oben durchgehen. Aber ich wüsste nicht, wie ich in der anderen Zeit jemals in der Lage sein sollte, eine Box hier durchzubekommen. Weil ich habe keine Möglichkeit, dass dieses Ding ausgeht. Dieser Grill ist beständig. Der wird nicht verschwinden. Dieser Grill ist auf jeden Fall da. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich machen, was ich will. Und ich kann halt nicht während des Fluges hier irgendwie die Zeit wechseln. Das ist halt einfach nicht drin. Das ist halt einfach nicht drin. Keine Ahnung. Wow, das da oben geht tatsächlich auf. Aber man kommt nicht durch. Ja, cool, cooles Portal. Meine Lieblingsportale, wo ich nicht durchlaufen kann. Also wie soll ich hier Geschwindigkeit aufbauen? Alles, was ich kann, ist denen die andere Zeit mitnehmen. Aber was nützt denn mir dort? Der wird doch genauso vom Grill zerstört. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Klar kann ich den hier hinsetzen. Und lustig hüpfen lassen. Klar kann ich dann hier mein Portal setzen und hier mein Portal setzen. Und klar kann ich dann hier durch. Gibt es eigentlich einen Grund, dass hier so eine Stufe ist? Nee. Ja, und klar kann ich dann hier durch, wollte ich gerade sagen. Sag mal. Bin ich denn bescheuert? Sag mal, bin ich denn jetzt komplett... Das habe ich nicht mal mitgenommen. Jetzt ist er weg. Ach, habe ich den bewegt? Ich habe den bewegt, den anderen, ne? Natürlich habe ich den anderen bewegt. Wait, was ist eigentlich, wenn ich hier... Komme ich da irgendwie raus? Nee, das ist... Das hier ist alles nur Deko-Kram. Ich kann hier auch keine Portale setzen, dass ich da irgendwie so durchgeschwungen, gedrückt werde. Ich kann nur hier Portale setzen. Hier kriege ich Geschwindigkeit. Hier kriege ich die Geschwindigkeit. Aber ich kann die Geschwindigkeit nicht bis hierhin mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich die hier mit reinnehmen soll. Es kann doch nicht sein. Es muss doch irgendeine einfache Lösung für den Quatsch hier geben. Also, real talk.
Aber da drüben ist ja auch kein Portal, was ich setzen könnte. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann so Quatsch machen wie... Wartet. Ich kann so Blödsinn machen, wie dass ich sage... Hier ist... Nee, kann ich nicht, oder? Dass ich sage... Hier ist ein Portal und hier ist ein Portal. Was nützt mir... Wait, was passiert eigentlich, wenn ich mich da oben durchknallen lasse? Knall ich dann gegen den Schalter? Ja, dann komme ich wieder zurück. Cool. Aber was soll mir das nützen? Ich komme ja, ich kann ja hier nicht. Ich. Ich habe hier keine Möglichkeit, eine scheiß Geschwindigkeit aufzubauen. Ich sehe es nicht. Ich meine, ich kann jetzt hier das orange Portal setzen. Dann komme ich von hier da durch. Ja, cool. Aber es nützt mir ja nichts. Es nützt mir ja nichts, dass ich jetzt hier durch kann. Was soll mir das nützen? Das Ding löst sich ja nicht aus dadurch. Ich kann es auch nicht reparieren. Ich bin maximal überfordert. Ich bin maximal überfordert. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Der kommt da nicht hin. Geht nicht. Ich kann den da nicht durchnehmen. Ich muss in der Zukunft hier durch. Eine andere Option habe ich nicht. Ich kann aber in der Zukunft nicht dadurch, weil diese Plattform ja kaputt ist in der Zukunft. Und ich kann, während ich hier springe, nicht wechseln und ich habe hier auch keine, also hier ist ja auch kein Portal oder sonst irgendwas. Also hier komme ich auf gar keinen Fall durch. Ich kann nur in der Vergangenheit hier durch. Eine andere Option kann es nicht geben.
völlig ausgeschlossen. Es ist völlig ausgeschlossen. Ich kann mit dem Würfel die Position des Würfels da bestimmen. So, das kann ich. Ich kann sagen, der Würfel ist... Was weiß ich. Hier oben. Ich weiß nicht, was mir das nützen soll, aber das kann ich tun. Wie komme ich mit dem Ding darüber? Das ist ja die andere Frage. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nicht, warum da oben so eine Fläche ist. Wieso kann ich jetzt ein Portal hier schießen? Ich kann diesen Grill überwinden, der das Zeitportal verhindert. Also ich habe ihn überwunden. Indem ich die Portale da drin genutzt habe. Oh. Oh, das tut jetzt echt weh. Oh, das tut jetzt echt weh. Oh mein Gott. Okay. Also lasse ich den hier springen. Oh mein Gott, ich kann jetzt Zeitportal setzen. Dann will ich hier... das fucking Zeitportal. Es darf nicht mehr sein. Ey. Das war... das Problem war, dass man hier... ja, das war die Lösung. Alter, ist das bescheuert. Alter, ist das bescheuert. Ach, come on. Jetzt bin ich an dem Würfel hängen geblieben. Das kann doch nicht. Es darf nicht mehr sein. Kann ich den nicht einfach... Ja, es müsste doch gehen. Müsste doch gehen. Ist doch völlig egal, was der Würfel hier macht. Braucht doch diesen Schwachsinn da gar nicht. So, komm mit, halt die Fresse. Macht er eh. Ein guter Würfel. Wer weiß, wann er still zu sein hat. So, zack.
Zack, zack. Oh my. Well done. Fucking God. Since the catwalk to the next chamber appears to be non-existent, you can rely on the power of aerial faith plates to get you there. Du kannst mich mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.